Ups. Wieso legen wir eigentlich hier in Cadiz an? Ich dachte, das Bauteil für die Maschine sollte von Rotterdam aus ins Hauptquartier gebracht werden. Das wird ja auch von Rotterdam aus hingebracht. Später. Wir sollen wohl erst noch eine Ladung hier in Spanien an Bord nehmen. Das Hauptquartier beliefern wir erst in ein paar Wochen wieder. Ist eh nur ein Ersatzteil. Sie kommt wieder zu sich. Ganz schön zäh, die Kleine. Verpasse ihr noch eine Dosis. Einige Stunden später. Oh, mein Schädel fühlt sich an, als ob er gleich platzt. Möchte wissen, was die mir da verpasst haben. Und vor allem, wo bin ich hier? Ich sitze ganz schön in der Patsche. Wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, werde ich nicht zu Max gebracht. Was soll ich jetzt tun? Am besten erst mal raus hier. Ich bekomme ja kaum Luft in diesem Loch. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret Files 3. Ja, viel sieht man... Oh, da bin ich. Ich wollte gerade sagen, viel sieht man hier nicht. Vielversprechend. Aha. Ah, das ist ein Spray. Okay. Die Leuchtfarbe, die ich neben mir im Container gefunden habe. Und nu? An meine Hände sollte ich das Zeug nicht sprühen. Wer weiß, was in dieser militärischen Leuchtfarbe alles steckt. Ja, du sollst es ja auch auf die Karte machen. Die Schlüsselkarte ist voller Leuchtfarbe. Und jetzt kann ich das irgendwo benutzen? Lüftungsschlitz? Ich halte die Schlüsselkarte durch einen der Schlitze nach draußen ins Licht. Diese Leuchtkraft ist unglaublich. Ja, bin ich ganz ehrlich. Das ist geil. Plastikbecher, hier ist doch was. Ach, die hat die Karte jetzt mitgenommen. Ist das so schnell aufgeladen? Gewindestange? Wenn ich mich anstrenge, kann ich die Stange hoffentlich rausdrehen. Okay, ist hier noch irgendwas? Das Problem ist, ich sehe ja nicht wirklich viel. Aber rechts war... da unten ist noch was. Handy? Viel ist zwar nicht mehr davon übrig, aber mein Herz hängt zu sehr daran, als dass ich es hier zurücklassen könnte. Okay. Ich hoffe, wir haben jetzt hier nichts übersehen. Nö, sind nur noch die beiden. Schauen wir uns mal die Tür an. Von außen fest verriegelt. Oh. Ob der Händler das noch zurücknimmt? Es könnte problematisch werden. Plastikbecher. Zerbeult, aber ansonsten unversehrt. Ja, wenn ich irgendwo Wasser hätte, wäre das natürlich ganz gut, ne? Dazu bräuchte ich schon Superkräfte oder Sprengstoff. Haben wir Sprengstoff? Können wir welchen herstellen? Ich weiß es nicht. Das funktioniert natürlich nicht. Massiv und aus Metall. Ja, das ist immer gut. Ach so, Moment. Nee, Schlüsselkarte hilft uns hier aber auch nicht. Unglaublich. Diese militärische Leuchtfarbe hat das eingefallene Licht im Handumdrehen gespeichert. Oder können wir vielleicht durch die Seite. Aber wenn die sagt, die andere Seite ist so massiv. Ich habe die Blende mit den Lüftungsschlitzen rausgebrochen. Hoffentlich hat das niemand gehört. Ja, toll. Meiner treu, wo bin ich denn hier gelandet? Wenn ich die Männer vorhin richtig verstanden habe, liegen wir in Cadiz vor Anker. Ich könnte mich sicher irgendwie von Bord schleichen, aber ich muss Max finden. Meine Entführer haben erwähnt, dass er im Hauptquartier ist. Aber wo ist dieses Hauptquartier? Vielleicht finde ich einen Hinweis in dem Container mit diesem Ersatzteil, das dorthin gebracht werden soll. Moment, hier ist was. Und ein Scanner, okay. Ein mobiler Scanner. Am Klemmbrett hängt eine Tabelle mit farbigen Codes. Scheint eine logistische Einteilung der geladenen Container zu sein. Der Farbcode zeigt an, in welchen Häfen die Fracht gelöscht wird. Wenn man die Farbcodes auf den Containern mit dem Scanner einliest, weiß der Kranführer, welche Container er an Deck verfrachten muss.
Für die aktuelle Route lauten die Kodierungen wie folgt. Orange wird hier in Cadiz gelöscht. Magenta geht bis Le Havre. Weiß wird in Rotterdam entladen und Cyan bleibt an Bord. Okay, kann man das irgendwie scannen? Nein. Ah, aber die Container kann man scannen, okay. Der Farbcode auf dem Container ist nicht der von Cadiz, wo wir gerade vor Anker liegen. Der Farbcode auf dem Container ist nicht der von Cadiz, wo wir gerade vor Anker liegen. Moment, das ist aber beides die gleiche Farbe, ne? Der Farbcode auf dem Container ist nicht der von Cadiz, wo wir gerade vor Anker liegen. Warte mal, weiß haben wir hier auch noch? Der Farbcode auf dem Container ist nicht der von Cadiz, wo wir gerade vor Anker liegen. Am Klemmbrett hängt eine Tabelle mit farbigen Codes. Scheint eine logistische Einteilung der Gelände. Wenn man die Farbcodes auf den Containern mit dem Scanner. Für die aktuelle Route lauten die Kodierungen wie folgt: Orange wird hier rot, in Cadiz gelöscht. Magenta. Da müssen wir aber doch noch eine vierte Farbe haben. Weil Orange ist hier nicht drin. Der Farbcode auf dem Container ist nicht der von Cadiz, wo wir gerade vor Anker liegen. Ich scanne jetzt den letzten hier auch noch ein, so. Der Farbcode auf dem Container. Ja, wir haben es verstanden. Der lässt sich weder öffnen noch bewegen. Mit diesem Kran werden die Container wohl an Deck gehoben. Ich komme nicht ran. Aber wozu auch? Weiß ich doch nicht. Sonst kann ich aber nichts mehr machen. Na ja, gehe ich direkt mal oben raus. Glück gehabt. Keiner da. Die werden doch nicht alle auf Landgang sein? Schwer vorstellbar bei 3000 Besatzungsmitgliedern. Okay. Hafen? Der Hafen von Cadiz. Relingleiter. Okay. Ich muss vorsichtig sein, damit mich niemand sieht. Wenn ich hinter den Containern in Deckung bleibe, wird mich von der Besatzung niemand bemerken. Ja. Ich sehe nur die Besatzung noch nicht mal. Oder sind die jetzt hier hinten? Messgerät? Weil hier hinten ist nämlich keiner. So, da liegen noch andere Sachen rum. Die können wir aber nicht nehmen. Oh, Schraubendreher. Sehr schön. Ist ja gut. Arbeitshandschuhe? Haben wir sonst noch irgendwas hier? Manchmal ist es Millimeterarbeit, dass man wirklich die Sachen aufheben kann. Hier wurde offensichtlich bis vor kurzem gearbeitet. Okay. Wir müssen hinter dem Container bleiben. Keine Ahnung, wozu das dient. Ein Schraubendreher. Zwei Handschuhe, Größe XXL. Ist aber nichts mehr, wo wir noch draufklicken können. Moment, was war das? Ich soll mir das Zeug an die Hände schmieren? Warum nicht gleich in die Haare? Probier's doch mal mit dem Plastikbecher. Lecker. Naja, ob man das als lecker empfinden soll, ich weiß es nicht. So, aber wofür brauchen wir das und was machen wir da jetzt mit? Das ist die große Frage. Aber ich denke mal, wir sind jetzt hier erstmal durch. Wir können hier erstmal nichts mehr machen. Eine rote Warnleuchte. Die Leuchte ist an der Bordwand festgeschraubt.
Ja. Und wir haben Schraubendreher. Können wir die mitnehmen? Ich habe alles zerlegt. Fassung, Lampe und Lampenglas. Vielleicht geht mir ja jetzt ein Licht auf. Eine kreisrunde Lampenfassung aus Metall. Eine kreisförmige rote Glasscheibe. Tja. Fein, dann streiche ich das gelbe Fett mal aufs Glas. Okay. Ach, dann haben wir Orange. Ah. Ich habe das rote Lampenglas mit gelbem Fett eingeschmiert. Jetzt ist es orange und klebrig. Okay, müssen wir da noch irgendwas machen? Sieht nicht so aus. Aber ich denke sowieso, dass ich weiß, was wir damit machen müssen. Weil die sind ja alle schon... Deswegen hat sie auch gesagt, das ist klebrig. Moment. Ah, ja. Das eingefettete Glas würde wunderbar an diesem Container haften bleiben und eine passable orangefarbene Markierung abgeben. Aber warum sollte ich diesen Container hier an Deck befördern lassen? Ich könnte es theoretisch auch auf die anderen machen, oder? Nehmen wir mal den hier. So, klebt wunderbar. Und jetzt? Was bringt mir das jetzt? Charlie für Foxtrot! Charlie für Foxtrot! Sag mal, schläfst du? Du hast einen der Container übersehen, die hier im Hafen gelöscht werden müssen. Okay, aber beeil dich. Na toll. Was hat mir das jetzt gebracht? Container. Oh, Moment. Die Tür ist mit einem dünnen Draht gesichert. Ah, dünner Draht, das ist doch... Achso, wir haben unser Dings nicht mehr. Was ist mit der Gewindestange? Ich schiebe die Stange zwischen Tür und Draht. Dann drehe ich die Stange, bis der Draht reißt. Ja, oder so. Das war auch mein Plan. Was soll das denn sein? Kein Frachtbrief, keine Unterlagen, keine Bedienungsanleitung. Mist. Moment mal. Hier ist eine Art Touchscreen. So, ich denke mal, dass wir das nach Vorlage machen müssen. Kann man das irgendwie drehen? Ach so, ja, stimmt. Das ist dann wieder so... Okay... Das, na komm, das kommt hier hin. Nee, noch ein bisschen. Das kann man gar nicht richtig drehen. Moment. Das muss aber doch hier reingedreht werden, eigentlich. Oder? Nee, das ist das hier, oder? Ach, du sollst das drehen. Das ist das hier, okay. Ach, da sind auch welche, die zu viel sind. Jetzt verstehe ich das. Moment, dann haben wir das da unten noch. Und... Das da. Und jetzt ist die große Frage, was soll jetzt noch dazu? Könnte hier rein. Die könnten theoretisch überall rein, ne? Das kann, glaube ich, nur nach da. Dann hauen wir das einfach mal da rein. Und das da rein? Das kenne ich. Oh. CERN, der Teilchenbeschleuniger. Einige Stunden später. Alle Stationen bereit. Erbitte Freigabe von Test 12-3. Freigabe erteilt. Test 12-3 in 10 Sekunden. 9,
8, 7, 6, 5, 4. Na los, komm schon. 3, 2, 1, Start. Test 12-3 fehlgeschlagen. Dann alles wieder auf Anfang. Verfahren Sie mit der entstandenen Antimaterie wie üblich. Ein erneuter Fehlschlag? Wir brauchen das Deuterium. Ohne Deuterium wird es nicht funktionieren. Wir kommen an das Deuterium nicht ran. Also lassen Sie sich gefälligst was einfallen. Ja. Wer? Nina Kalenko. Entweder ist sie sehr mutig oder einfach nur dumm. Bringen Sie sie her. Nina Kalenko? Die Verlobte von Max Gruber? Kümmern Sie sich um Ihre Arbeit. Wo ist Max? Den haben wir vorläufig kaltgestellt. Lassen Sie ihn sofort frei, sonst erfährt die ganze Welt, was Sie hier treiben. Was für eine Maschine ist das hier? Und warum machen Sie der ganzen Welt weiß, dass es sich um einen Teilchenbeschleuniger handelt? Wir schützen lediglich unsere Interessen. Wessen Interessen? Nun, sicher nicht die der Chinesen und Nordkoreaner. Also ist es eine Waffe? Wir wissen es nicht. Noch nicht. Aber wir haben einen Vorsprung, den wir nicht verlieren dürfen. Und dafür sind Ihnen alle Mittel recht. Gut erkannt. Sie hätten nicht herkommen sollen. Bringt sie zu den anderen, damit wir hier endlich weitermachen können. Nicht so schnell. Glauben Sie im Ernst, dass ich ohne Absicherung hereinplatzen würde? Ich habe die verschlüsselte Botschaft und die Baupläne hinterlegt. Wenn ich mich bis morgen nicht melde, werden Kopien davon an Polizei und Presse gehen. Sie blöffen. Wollen Sie es wirklich darauf ankommen lassen? Eine Veröffentlichung dieser Baupläne würde die Sicherheit der gesamten Menschheit gefährden. Woher wollen Sie das wissen? Sie haben ja noch nicht mal eine Ahnung, wozu die Maschine dient. Lassen Sie Max und mich gehen. Ich vernichte das Material und Sie können Ihre Maschine fertigstellen. Oder wollen Sie wirklich das Risiko eingehen, dass hier in Kürze noch mehr ungebetene Gäste auftauchen? Glauben Sie mir, Miss Kalenko, Sie dürften die erste Person sein, die mir droht und das überlebt. Ich bin einverstanden. Aber wenn Sie Spielchen spielen, finden wir Sie. Ganz egal, wo Sie sich verkriechen. Kommen Sie mit. Treten Sie zur Seite. Als ob... Was haben Sie mit ihm gemacht? Ist er tot? Keine Angst, er schläft nur. Ich leite jetzt den Aufwachprozess ein. Warten Sie hier so lange. Mein Gott, ich bin so froh. Ich hatte solche Angst. Wer sind Sie? Jane Cunningham. Ich bin die wissenschaftliche Leiterin des CERN. Das mit Ihrem Verlobten tut mir aufrichtig leid. Aber ich habe damit nichts zu tun. Das müssen Sie mir glauben. Wieso arbeiten Sie dann noch hier? So eine Chance werde ich nie wieder bekommen. Was wir tun, wird die Welt verändern. Diese Maschine ist unglaublich. Kein menschlicher Geist hätte jemals so etwas erfinden können. Und wer war's dann? Gott? Pi ist mit dem Universum entstanden. Wissen Sie, was das bedeutet? Eine Botschaft vom Anbeginn der Zeit. Sie sind verrückt. Ich weiß von Ihren Albträumen, aus den Überwachungsprotokollen. Sie träumen von den Wächtern. Woher wissen Sie davon? Ihr Verlobter ist nicht der Einzige, der sich damit beschäftigt hat. Die Wächter haben die Menschheit über Jahrtausende daran gehindert, das Geheimnis von Pi zu lüften. Mithilfe eines mächtigen Werkzeugs. Deuterium. Deuterium? Was ist das? Ein instabiles radioaktives Element. Wir kennen sogar die theoretische Stelle im Periodensystem. Aber auf der Erde existiert es nicht. In 30 oder 40 Jahren wird es vielleicht ein Abfallprodukt von Kernfusionsreaktoren sein. Aber wir brauchen es jetzt. Ohne Deuterium läuft die Maschine nicht. Sie können über Ihre Träume Kontakt zu den Wächtern aufnehmen und uns helfen, sie zu finden. Und warum sollte ich das tun? Wir vermuten, dass diese Maschine den Energiebedarf der Menschheit für immer decken wird. Stellen Sie sich das vor. Keine Kriege mehr wegen Öl oder Gas. Bis jetzt hat das Teil nur dafür gesorgt, dass Verbrechen begangen wurden. Also vergessen Sie es. Das ist mein letztes Wort. Max? Hörst du mich? Max? Na endlich.
Ich dachte schon, du wachst gar nicht mehr auf. Wow, mein Schädel brummt wie nach einem Junggesellenabschied. Wo bin ich hier? Lange Geschichte, wir müssen hier abhauen. So, wir können endlich wieder was machen. Kühlkammer. Laut Display liegt hier Cassandra. Hä? Ach, hier sind Sie, Herr Anderson. Okay. Achso, wir können mit ihm reden, ne? Wie hast du mich eigentlich gefunden? Sehr lange Geschichte. Schöne Grüße von Emre. Emre? Wie geht's ihm denn? Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Als wir in der Türkei beschossen wurden und er aus dem Auto flog, habe ich ihn irgendwie aus den Augen verloren. Ja, ja, dieser Emre. Sieht ihm ähnlich. Der war noch nie länger mit einer Frau zusammen. Toller Spruch. Schreibtisch. Ein Terminal, Tastatur, Schreibutensilien. Nichts, was mir im Moment weiterhilft. Naja, es kommt drauf an. Wenn man sich wärmen muss, hilft einem auch schon ein Kugelschreiber. Also ein Kugelschreiber im Auge des Angreifers zum Beispiel. Durch die Tür können wir raus. Können wir ja sonst echt nichts mehr? Unterer Wandschrank? Moment. Hier, Max. Zieh dir erstmal was Anständiges an. Ja. Warum dürfen wir dabei nicht zusehen? Was ist denn jetzt los? Los, mitmachen. Ich hab's kaputt gemacht. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Regeln Sie alles ab. Tut mir leid. Man hat uns überfallen. Die Antimaterie, sie ist weg. Antimaterie? Das Abfallprodukt unserer Testreihen. Extrem instabil. Sie muss in einem elektromagnetischen Feld aufbewahrt werden. Kommt Antimaterie mit Materie in Berührung, gibt es eine Explosion unvorstellbaren Ausmaßes. Meine Träume. Das ist es. Die Wächter wollen die Welt zerstören. Ja, das fürchte ich auch. Jetzt ergibt alles Sinn. Wir müssen die Antimaterie zurückholen. Aber wie? Wir wissen doch noch nicht mal, wo sich diese Wächter verstecken. Es gäbe da vielleicht eine Möglichkeit. Aber dafür müssten wir bis ans Äußerste gehen. Okay. Oh, anscheinend soll ich nicht durch die Türen gehen, so wie es aussieht. Was geschieht hier mit mir? Hallo? Ich sehe das Licht. Bin ich eine Motte oder sterbe ich jetzt? Ach nee, da ist eine Tür. Ich will das nicht, aber ich muss. Okay, sie ist tot. Was? Wir haben 3 Minuten. Keine Sekunde länger. Dann werde ich sie reanimieren. Was für ein Wahnsinn. Aber die einzige Möglichkeit herauszufinden, wo die Wächter sind. Nur sie kann Kontakt mit ihnen aufnehmen. Ihr Schlaf allein reicht nicht. Die Angst vorm Feuer lässt sie jedes Mal wieder aufwachen. Sie muss tiefer schlafen als je zuvor. Komm schon, Nina. Du wirst das schaffen. Du schaffst das. Das Ende der Welt. Ist es das, was passieren wird, wenn ich die Wächter nicht aufhalte? Wird das dann Realität? Mein Gott. Ja, ich würde sagen, mit dieser Frage werden wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und die drohende Apokalypse werden wir uns dann in der nächsten Folge anschauen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.